Hallo und Privet aus Kaliningrad. Wenn Sie nach Kaliningrad reisen, brauchen Sie natürlich eine Übernachtung. Und Kaliningrad ist hier eine Stadt wie jede andere. Sie haben die verschiedensten Möglichkeiten, in einem großen internationalen Hotel zu übernachten, wie zum Beispiel dem Radisson im Stadtzentrum von Kaliningrad oder den klassischen Hotels Kaliningrad, Hotel Moskwa, Hotel Baltica. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit einer sogenannten Tagesvermietung. Das heißt, es gibt Firmen, die sich damit beschäftigen, ein- oder Zweiraumwohnungen an Touristen für einen Tag, für zwei Tage, für eine Woche zu vermieten. Die Preise sind insgesamt etwas niedriger als in Hotels und in kleinen Pensionen, die wir natürlich auch in Kaliningrad haben. Sie finden sehr viele Angebote über die bekannten Buchungsportale, wie zum Beispiel Booking. Schauen Sie, dass Sie nach Möglichkeit keine Vorkasse leisten. Und ansonsten war das mein Tipp für Sie. Angenehmen Aufenthalt. Tschüss und Baka aus Kaliningrad.